Hallo, hier ist Movie Seekers Adventskalender mit Türchen Nummer 22 und das ist eine Buffy Vampire Slayer Folge. Buffy im Bann der Dämonen in Deutsch. Diese Serie habe ich sehr ausführlich in einem Video dazu vorgestellt. Da möchte ich jetzt nicht zu lang werden, aber die Folge, die ich empfehlen möchte, habe ich auch dort schon empfohlen, weil sie großartig ist, sowohl als Einführungsfolge, als auch wenn man die Serie schon besser kennt. Sie funktioniert auf beiden Ebenen. Sie heißt im Deutschen Das große Schweigen, im Englischen heißt sie Hush und sie hat einen Hugo Award gewonnen, weil sie tatsächlich so großartig war. Es geht darum, dass Buffy und ihre Leute und überhaupt ganz Sunnydale, die Stadt, in der die Serie spielt, ihre Stimme verlieren und sich nur noch quasi mit Zeichensprache und anderen Mitteln unterhalten können. Das ist wahnsinnig witzig. Die Folge ist wirklich lustig, aber sie ist auch gleichzeitig düster und verkörpert alles, was Buffy so groß macht, nämlich die Komödie unterm Drama, das Drama zwischen den Charakteren, aber natürlich auch die gruseligen Elemente und die Gentlemen, die Monster dieser Folge, die sich halt auch von den Stimmen, von den Herzen der Menschen ernähren, mehr möchte ich nicht spoilern an dieser Stelle, sind wirklich wahnsinnig gruselig und die ganze Atmosphäre der Folge ist gruselig und düster, entbehrt aber trotzdem nicht wirklich guter Gags. Allein die Szene, in der Giles, Buffys Mentor, Buffy und ihrer Gang so bekannt vermittelt, worum es eigentlich geht, was sie eigentlich bekämpfen müssen, nur das halt ohne Worte tun muss, ist großartig. Sie ist gleichzeitig gruselig und witzig und markiert eine große Stärke der Serie, die in dieser Folge wahnsinnig präsent ist. Hush, das große Schweigen, eine dicke Empfehlung für alle Buffy-Fans und die, die es werden wollen, für dieses Türchen. Und an dieser Stelle sage ich natürlich alles Gute, bis zum nächsten Türchen und natürlich keep staking!